nicht mal 10 Minuten mit der Straßenbahn von der Altstadt entfernt und ich bin am Ziel. Ich bin unterwegs für Hinreisend in der Dresdner Neustadt. Wenn ihr Lust habt auf einen launigen Städtetrip, dann bleibt dran, denn dieses Viertel kann man nur in sein Herz schließen. Viele junge Leute wohnen hier, die auf hippe Klamotten stehen. Und man kann nicht nur gut die Nacht zum Tag machen, sondern auch besondere Straßenkunstwerke entdecken. Die Neustadt ist das beliebteste Ausgehviertel hier in Dresden. Circa 200 Kneipen gibt es hier und ich bin gespannt, wie viele ich schaffen werde. Ja, ich habe mir einiges vorgenommen. Die Neustadt ist im Grunde gar nicht so groß. Die wenigen Längs- und Querstraßen rund um den Bereich Luisen- und Alaunstraße sowie den Martin-Luther-Platz hat man schnell durchlaufen. Und an jeder Ecke fällt man in ein Lokal. In der Neustadt startet ein neuer Tag. Schon am Morgen hat sich so manch einer ein schönes Plätzchen gesucht. Ich bin verwundert, so mitten in der Woche sind echt viele Leute unterwegs. Irgendwie glaube ich zu sehen, wer von denen noch was zum Übernachten sucht, so wie ich. Hostels, Pensionen und Ferienwohnungen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Aber ich will keine Zeit verlieren, der frühe Vogel fängt den Wurm. Bis heute Abend habe ich Zeit und schlafen wollte ich im Mondpalast. Klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Hallo. Hallo. Ist das die Rezeption hier? Tatsächlich. Ja, ist noch ein Zimmer frei? Ein Zimmer, Moment. Dann drüben, denken wir mal hier. Vorne. So. Okay, ich befürchte leider nein. Okay, ich dachte, ihr habt ganz viele Betten hier wegen Hostel. Ja, es ist gerade Sommer, es ist gerade Hochsaison. Und da ist wirklich alles voll? Es ist gerade leider alles voll. Ja. Ja. Sollte man vorher reservieren oder wie läuft das bei euch ab? Normalerweise klappt es auch kurzfristig, aber halt nicht immer. Und ja, wenigstens ein paar Tage vorher anrufen oder am besten über die Webseite. Wenn man ein Zimmer sicher will, ist reservieren auf jeden Fall besser. Sieht auf jeden Fall echt gemütlich hier aus, gleich mit der Bar. Ist abends auch viel los hier? Unterschiedlich, am Wochenende auf jeden Fall. In der Woche ist manchmal ein bisschen ruhiger, aber generell ja. Na klar. Also wir versuchen ja auch mit der Bar so ein bisschen die Dresdner mit den Reisenden zu verbinden. Und das geht natürlich an der Bar ganz hervorragend. Was sind denn das hier so für Zimmer? Sehen die alle gleich aus? Gibt es da wie in so einer Jugendherberge mit Doppelstockbetten? Tatsächlich, ja. Ja? Also, es ist eine ganz bunte Mischung. Also wir haben vom Einzelzimmer bis zum Zehnbettzimmer. Wir haben Zimmer mit Dusche, wir haben Zimmer mit Etagendusche. Und die Zimmer sind so, das Thema Mond, so nach verschiedenen Sternzeichen gestaltet. Und ja, wir nehmen sozusagen das Thema Sternzeichen in den verschiedenen Zimmern auf. Genau. Aber durchaus Mehrbettzimmer mit Doppelstockbetten, Jugendherberge ist da manchmal das Stichwort. Und die sind jetzt echt alle belegt? Die sind gerade eben leider tatsächlich alle belegt. Krass, ja. Ja, wo könnte ich denn dann jetzt hin? Hast du irgendwie eine Empfehlung für mich? Ja, also wenn gar nichts mehr geht, üblicherweise noch mal probieren im Kutscherhaus. Das ist ja um die Ecke Nordstraße und vielleicht haben Sie ja da ein bisschen Glück. Fünf Querstraßen weiter, das Kutscherhaus könnte meine Rettung sein. Es gehört zu einem Literaturmuseum und deshalb finden es vermutlich nur Eingeweihte, so wie ich jetzt. Der polnische Schriftsteller Józef Kraszewski lebte mal in der Nordstraße vor 150 Jahren und stapelte im Gartenhaus viele seiner Bücher. Nun ist es ein Ferienhaus. Das Literaturmuseum habe ich kontaktiert und es hat geklappt. Nur noch um den Schlüssel muss ich mich kümmern. Ehrlich gesagt, jetzt kann ich wieder lachen. Und nun knurrt auch schon mein Magen. Aber da sollte sich doch in der Neustadt was finden lassen. Kulinarisch ist die Dresdner Neustadt auf der Höhe der Zeit. 100% vegan liegt ja voll im Trend. Zu empfehlen, die hausgemachten Speisen beim Dicken Schmidt. Natürlich zum Mitnehmen oder zum Bestellen für zu Hause.
Sich richtig viel Zeit fürs Essen nehmen, das lieben die Gäste am Jaipur. Vor allem nordindische Spezialitäten werden hier serviert. Im Sommer auch draußen. Mir schwebt eine Mischung aus beidem vor. Ich würde mich schon mal hinsetzen, aber will nicht den ganzen Abend mit Essen zubringen. Außerdem habe ich noch nie Ramen gegessen. In großen Metropolen wie New York oder London haben viele dieser Ramen-Restaurants geöffnet. Und nun auch in Dresden. Das muss ich unbedingt mal probieren. So, why do you offer Japanese food in this city? Yes. You know, actually in Dresden is so many. In Dresden gibt es viele Restaurants, die Sushi anbieten oder auch Pho. Das sind Reisnudeln, ein traditionelles vietnamesisches Gericht. In Japan haben wir Sushi und eine zweite traditionelle Speise, nämlich Ramen. Und wir wollen in Dresden das traditionelle Ramen populär machen. Was genau ist denn Ramen? Ich habe gehört, es handelt sich hier um eine Speise, die im Trend liegt. Ja, richtig. Es ist ein Trendfood, eine japanische Tradition. Wenn du es isst, wirst du feststellen, dass es viele verschiedene Geschmacksrichtungen hat. Probier es mal. Die Leute kommen gern hierher, weil Ramen so schnell zubereitet wird. Viele haben keine Zeit zu warten. Wenn sie sich hierher setzen, dauert es nur 5 bis 10 Minuten. Dann hast du deine Schüssel und kannst essen. Ich bekomme den Klassiker serviert. Mit Hühnerbrühe, mariniertem Ei und viel Gemüse. Schmeckt echt lecker, sättigt und liegt vor allem nicht schwer im Magen. Weiter geht's zur Kunsthofpassage. 5 Innenhöfe sind miteinander verbunden. Jede Wand zelebriert ihre eigenen Besonderheiten. Zur vollen und zur halben Stunde plätschert Wasser durch Regenrinnen und Trichter. Und ein Erinnerungsfoto darf natürlich auch nicht fehlen. Das Flair in den Kunsthöfen verleitet auch zum Shoppen. Hier gibt's nichts von der Stange. Sehr, sehr schöner Stoff. Das ist auch eine richtig coole Neustartjacke, finde ich. So eine Übergangsjacke für den Herbst. I love it. Oh ja. Oh ja, die Dinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die sind auch wieder ganz in. Das ist halt so richtig Neustadt-Style. Was für coole Sachen, weil die kriegt man woanders einfach gar nicht so. Schön. Also ich habe jetzt auf Anhieb schon ein paar Sachen gefunden, die mir gefallen könnten. Ah, jetzt bin ich in der Männerabteilung. Nee, doch nicht. Ist das für Männer oder für Frauen? Für Frauen, oder? Ja. Warum heißt der Laden eigentlich Mrs. Hippie? Das ist einfach so gekommen. Also so, das ist ein Wortspiel, wenn du so willst. Ne? Ja. Mrs. und Hippie oder eben der Fluss. Ne? Kannst du mir mal ein paar Serien zeigen? Sehr gerne. Da hast du zum Beispiel hier, das ist Atret Grün. Das ist eine mehrzerisierte, also veredelte Biobaumwolle, die sich anfasst wie ein wunderbarer Viskosestoff. Ja. Ne, daraus machen wir, aus diesem Stoff machen wir sehr, sehr viele Sachen. Merkt und man, so ja. Hast du, hier hast du einen ganz feinen, edlen Baumwollstoff. Wir haben auch einen eigenen Rock von uns. Der heißt zum Beispiel Ilka. Ne? Und wenn man jetzt über die Jahre zu uns kommt, dann gibt es diesen Rock immer mal wieder. Im Winter gibt es den dann eben in Wolle, im Sommer aus diesen feinen Baumwollstoffen. So haben wir so unsere Klassiker. Ja. Und von manchen trennen wir uns dann, da endet die Liebe. Und dann gibt es zum Beispiel eine Lady in Leipzig, die heißt Anne Ihm. Die macht Sachen aus richtig so Upcycling, also aus direkt gebrauchten Sachen. Upcycling ist das jetzt? Naja, das ist die Macht aus gebrauchten Sachen, zum Teil aus Stoffresten von uns, aber auch aus Sachen, die sie so findet, zum Teil auch aus dem Secondhand-Bereich oder so, macht die total abgefahrene Mode. Und das Interessante ist, dass jedes Teil komplett einmalig ist. Kriegst du das mit, dass das für die Kunden auch wichtig ist? Das wird immer wichtiger. Das merkst du bei den Kids, die sehr nach Secondhand gehen. Nicht nur, weil sie kein Geld haben, sondern weil die einfach sagen, das ist für uns cool, was Gebrauchtes zu kaufen. Wo
worauf achtet ihr denn beim Shoppen? Sollten eure Klamotten eher nachhaltig sein oder ist euch das egal? Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Hallo. Hallo. Ich habe gehört, hier gibt es 300 verschiedene Biersorten. Ja, ich habe heute noch nicht nachgezählt, aber die Auswahl ist riesig. Ich hätte Lust, ein paar Biere zu verkosten. Was ist denn das hier Schönes? Das ist ein Cider aus UK, vergorener Apfelmost, klassisch, aber man kann dann natürlich auch mit den Früchten arbeiten. Birne ist sehr beliebt, Beerenobst und... Ich würde den mal ins Körbchen tun. Ja, sehr gern. Hier, das sieht ja auch alles total schnieke aus. Ja, also zum einen Bereich glutenfreies Bier nimmt zu, die Kunden fragen immer öfters danach. Da kann man sich einfach nicht entscheiden. Ja, aber das ist die übliche Kundenreaktion, wo dann gesagt wird, oh, ich wollte doch nur ein Bier kaufen und dann geht es meistens so ins Gespräch. Das ist eine ziemlich klassische Sache hier. Ein schönes, trockenes Stout. Kanada. Habt ihr irgendein Land dabei? Griechenland? Mhm. Fehlt noch irgendwie ein Land? Oh, nö, alle bin da. Ich gerade überfragt. Vielleicht alle müssen wir mal so eine Weltkarte nehmen und dann mal abhaken, wo die Sachen hergekommen sind. Genau. Ja. Hopp, hopp, Rinnenkopf. Alles klar. Das ist Bier. Das ist Bier, genau. Stellt sich der geneigte Biertrinker, Biertrinkerin durchaus mal die Frage, ist das noch Bier? Oder nee, das ist auf jeden Fall Bier, ist eine limitierte Serie. Tourismus ist ja in Dresden ein Thema, da sind dann entsprechend auch Leute dann hier und suchen sich speziell auch das als Bierladen raus, weil sie es aus ihren Heimatländern kennen. Kennt ihr auch ein paar gute Anstoßsprüche, dann schreibt sie uns auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele wir zusammenbekommen. Von der Kunsthofpassage geht's weiter zum Wohnzimmer, einer sehr beliebten und wie der Name schon verrät, gemütlichen Cocktailbar. Aber noch bin ich nicht da. Erstmal bin ich schon verblüfft, wie die Abendsonne die Neustadt verzaubert. Ach, schön. Es scheint, als würde die Neustadt etwas von ihrer Schrillheit, ihrer Schärfe und ihren auch harten Gegensätzen verlieren. Zig Gastwirte buhlen um die Gunst der Touristen. Schwuppdiwupp sitze ich in der Spielekneipe Barnaby mit dem Chef am Tisch und wetteifere um die beste Strategie bei 4 gewinnt. Meinen Städtetrip lasse ich jetzt in der Bar das Wohnzimmer ausklingen. So gemütlich. Was steckt denn so für ein Konzept hier hinter? Naja, eine Mischung aus Café und Bar. Also normalerweise haben wir immer noch einen Nachmittagsbetrieb mit viel Kaffee und Winter auch eher mit Kuchen. Und abends ist es dann quasi eher so die gemütliche Cocktailbar zum Verweilen. Genau. Also quasi diese Gemütlichkeit eben soll natürlich dazu einladen, hier zu verweilen. Ne? Dieses Konzept mit den alten Möbeln, generell auch mit der alten Tapete, soll natürlich wirklich so ein bisschen an dem Wohnzimmer erinnern. Ne? Auch wenn man an die obere Etage geht, hat man dann quasi auch noch so alte Schrankwände und alles. Wieder eine Entdeckung. Wer hätte Omas Klassiker mitten im ausgeflippten Szeneviertel erwartet? Abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr mehr von Hinreisen sehen wollt, wenn ihr auch mehr Videos sehen wollt, mehr Ausflugstipps, kann ich euch das nur empfehlen. Aktiviert die Glocke. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kneipen das jetzt letztendlich wohnen. Ich habe nie mitgezählt, es waren einfach zu viele. Zu Fuß durch die Neustadt, das war wirklich richtig anstrengend, aber hat auch echt viel Spaß gemacht. Und jetzt gehe ich ins Bett. Tschüss. Nachti. Welch ein strahlender Morgen. Mein Ziel ist der Martin-Luther-Platz. Im Café Lloyds will ich frühstücken. Städtetouristen nehmen dieses Angebot gern wahr. Aber ich suche dieses Restaurant auch aus einem anderen Grund auf. Hier bedienen heute Yvonne und Mandy die Gäste. Sie haben eine ganz besondere Hingabe zu ihrem Beruf, die mich total fasziniert.
Wow. Das sieht ja wirklich, wirklich toll aus. Schön. Vielen Dank. Wer hat das denn alles in der Küche kreiert? Meine Kollegen. Ja. Meine Facharbeiter und Kollegen aus der Werkstatt mit, für Menschen mit Behinderung. Ja, wie viele Kräfte arbeiten denn hier insgesamt? 8 insgesamt Facharbeiter und 15 bis 20 Kollegen aus der Werkstatt. Ja, und wie kamen Sie dazu, dass die Menschen hier arbeiten aus der Werkstatt? Das ist ein Projekt von Evangelischen Behindertenhilfe und von der Weißen Werkstätten, um Menschen mit Handicap wieder auf den Arbeitsmarkt sozusagen integrieren. Ich finde das wirklich schön zu sehen. Das muss ich einfach nochmal sagen, was für eine Lebensfreude die Leute hier versprühen. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr Städtetrips, dann schaut mal bei meinem Kollegen Jonathan vorbei. Er war nämlich in Erfurt unterwegs und die Kolleginnen vom SWR Outdoor-Liebe, die haben eine Tour an den Rhein gemacht. Meine Reise ist jetzt schon vorbei und es hat mir so viel Spaß gemacht und ja, bis hoffentlich bald.